Wie versprochen widmen wir uns im heutigen Video erstmals zu einem Thema, welches abseits der Stadien stattfindet und bei welchem die wenigsten Szenen Einblicke in ihre Arbeiten gewähren. Das Thema der Choreografien, welche über meterlange und hohe Kurven meist zu Beginn einer Partie gezeigt werden, soll das heutige Kernthema des Videos sein. Dabei wollen wir nicht werten, wie gut oder schlecht eine Choreografie umgesetzt ist oder wie viel Arbeit hinter ihr steckt. Vielmehr soll es um das Bewusstsein für den Aufwand, welche deutsche Ultraszenen in diese Aktionen stecken, sowie den Prozess dahinter gehen. In der Regel beginnen die Arbeiten für eine geplante optische Aktion im Stadion Wochen oder meist Monate vor dem eigentlichen Spiel. Dabei muss zunächst eine Grafik erstellt werden, welche exakt auf den jeweiligen Block oder die Kurve zugeschnitten sein muss. Das ist wichtig, da jede Heimkurve und jeder Gästeblock verschiedene Maße in ihrer Steh- sowie Zaunfläche haben. Jede Choreografie soll eine bestimmte Stimmung vermitteln, sodass dies logischerweise auch in der Grafikerstellung berücksichtigt werden muss. Steht also die Grafik sowie die Idee, dann muss die Aktion zuallererst beim Verein offiziell angemeldet werden. Oft klappt das bei heimischen Szenen sehr gut, da man auf vertrauter Ebene mit den Vereinsbossen im ständigen Austausch steht. Leider kommt es jedoch auch nicht selten zu Choreo- oder sogar Materialverboten nach bestimmten Geschehnissen. Vor allem bei Auswärtsspielen werden den Szenen oftmals Steine bei der Genehmigung einer Choreografie in den Weg gelegt. So kommt es mehrmals die Saison vor, dass die Gästeszenen dazu gezwungen sind, Choreomaterialien in den Block zu schmuggeln. Wie das abläuft, soll jedoch nicht Thema des Videos sein. Nickt der Verein also die geplante Aktion ab, geht es an die Vorbereitungen zur Erstellung. Dieser Prozess ist natürlich davon abhängig, wie die Choreografie aufgebaut ist. Zum einen gibt es Blockfahnen, welche in der Regel ein ausgemaltes Stück Stoff darstellen und sich über die gesamte Kurve erstrecken. Blockfahnen können aber auch nur ein Teil einer Choreografie sein, indem sie beispielsweise als Element an einem Netz hochgezogen oder vom Dach herabgelassen werden. Dabei werden sie oft durch beispielsweise Fähnchen oder Papptafeln an der Seite oder anderen Stellen ergänzt, sodass gezielt ein bestimmtes Muster entsteht. Auch optische Aktionen, die lediglich aus Pappen und oder Fähnchen sowie einem simplen Spruchband bestehen, werden nicht selten durchgeführt. Das berühmt-berüchtigte Chaos-Intro soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Hierbei gibt es oftmals einen Mix aus verschiedenen Elementen wie Fahnen, Doppelhaltern, Pyrotechnik, Konfetti-Pappen und weiteren Dingen. Springen wir zurück zur Umsetzung, welche in der Regel mehrere Wochen andauert. Dabei ist die Arbeitszeit natürlich davon abhängig, mit welcher Mannstärke sich daran beteiligt wird und wie groß die erstellte Choreografie letztendlich werden soll. Gewöhnlich werden große Blockfahnen in Riesenturnhallen oder Räumlichkeiten angefertigt. Dabei muss die entsprechende Grafik entweder freihand oder von einem Beamer abgestrahlt in einem Raster erst vorgemalt und im Anschluss mit den jeweiligen Farbtönen ausgemalt werden. Dabei ist die Logistik nicht zu vernachlässigen. Die Farben, die Pinsel, der Fahnenstoff müssen gekauft und transportiert werden, die Räumlichkeiten müssen angemietet werden. In anderen Fällen muss der Stoff auf die richtigen Maße zugeschnitten oder Fähnchen geklebt werden. In der Regel führen die meisten Szenen vor dem Spieltag, an welchem es dann passieren noch soll, eine Choreoprobe nach Absprache im eigenen leeren Stadion durch, um den Ablauf einmal proben zu können. Nichts wäre peinlicher und undankbarer, den Ablauf der Aktion zu versauen. Dementsprechend wird dies vorher noch einmal geübt, sodass am Spieltag selbst alles klappt. Das Zeitfenster ist eng. Sekunden vor dem Einlaufen der Spieler geht es dann los. Nur 60 bis 120 Sekunden später, kurz nach Anpfiff der Partie, werden die Elemente wieder herabgelassen und die ganze Arbeit sowie Planung von mehreren Monaten ist Geschichte. Alles nur für diesen einen Moment. Bei anspruchsvolleren optischen Aktionen kommt es nicht selten vor, dass die jeweiligen Szenen im Vorfeld über Flyer oder sonstige Aufrufe die Fans über den Ablauf zu Spielbeginn informieren, sodass jeder weiß, was er zu tun hat. Die Geldsummen, welche Choreografien in Anspruch nehmen, wollen wir hier nicht thematisieren, da sich diese meistens sehr individuell gestalten. Jeder sollte jedoch wissen, dass sie einzig und alleine von den aktiven Gruppen sowie Szenepersonen subventioniert werden und keinerlei Unterstützung von Vereinen oder anderen Offiziellen erhalten. Das war also mal ein Einblick in den Prozess der Erstellung einer sogenannten Choreografie im Allgemeinen. Für mehr solcher Themen gebe uns doch gerne einen Daumen nach oben und kommentiere mit deinem nächsten Lieblingsthema in dieser Videoreihe.